Hallo und willkommen hier zum Landwirtschaftssimulator 19 auf unserem Zweisternhof. Ich habe in der letzten Folge ja gesagt, dass wir in dieser Folge eventuell mit den Pferden anfangen. Ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt: Wir lassen jetzt hier gleich den Helfer noch das Feld hier voll pflügen und werden dann übergehen und unseren Kredit aufstocken bzw. einen Kredit nehmen. Uns einen weiteren Traktor holen, die Pferde uns bestellen oder liefern lassen und dann unsere Pferde einmal noch kurz versorgen. Dann hätten wir nämlich das Thema mit den Pferden angefangen und können uns dann weiter um die Feldwirtschaft kümmern und damit es alles relativ zügig vonstatten geht. Wie gesagt, lassen wir hier mal den Helfer anfangen und dann sehen wir uns nach dem Intro gleich wieder. So, in der Zwischenzeit bin ich jetzt beim Händler angekommen. Ich stocke jetzt gleich unseren Grindnitter parallel auf dazu. Wir müssen das Land noch kaufen, auf dem unser Pferdehof dann steht. Und die Ballen, ich meine sogar, ich habe einmal gesehen, dass am Pferdehof schon Strohballen liegen. Deswegen holen wir jetzt hier als erstes den Traktor. Bei den großen Traktoren ist das Problem, wir können ja keinen Frontlader anbringen. Ich würde jetzt, ja, an unserem nächsten Traktor hier, ich habe mir überlegt, wir nehmen den hier, den Massey Ferguson. Der sieht erstens schick aus und zweitens, ja, was für Reifen nehmen wir denn? Nehmen wir die normalen mit Radgewichte hinten und dann, wie gesagt, den Frontladeranbau. Dann brauchen wir den Frontlader dazu. Dann gibt es hier drüben Frontlader, haben wir hier diesen für Traktoren über 150 PS und den können wir uns dann auch in dem Rot lackieren. Kaufen wir uns noch schnell einen Ballenspieß, würde ich jetzt nicht kaufen, weil ich zum Einstreuen, wo haben wir es denn, Tierhaltung, diesen Einstreuer hier kaufen würde und da ist vorne eben ein Ballenspieß mit integriert und ansonsten hätten wir einen Ballenspieß halt immer übrig, deswegen machen wir das auf die Art und Weise. Zum Transport, das werde ich dann einblenden, habe ich hier den vom Fliegel, den Mod. Und den nehmen wir mit dem Aufbau hier. Genau, und dann haben wir jetzt Frontlader und den. Da brauchen wir noch einen Wassertank. Da werde ich dieses Fass nehmen. Ich habe zwar hier auch die Möglichkeit von dem Wasserfass an. Wir kriegen hier 8000 Liter rein und hier kriegen wir 7300 rein. Deswegen ist es preislich gesehen erst einmal die bessere oder die günstigere Lösung, weil Milch haben wir ja aktuell nicht. Mit dem anderen kann man Milch transportieren und deswegen würde ich sagen, brauchen wir die erstmal nicht. Genau, unseren Hafer haben wir am Hof, Hänger haben wir am Hof. Ich denke, das müsste es eigentlich dann schon fast hier gewesen sein. Da brauchen wir noch schnell Heuballen. Dann nehmen wir drei mit. Genau, dann wollen wir das kurz verladen. Dann haben wir die Heuballen. Unseren Anhänger, einmal das Wasserfass, hier ist der Einstreuer und da ist hier vorne der Ballenspieß mit integriert. Das kann man dann abkoppeln anscheinend, aber das sehen wir gleich. Und hier ist unser wunderbarer neuer Traktor und da kann der Nachbar dann schon mal neidisch werden auf uns. So, dann koppeln wir das Ganze an. Machen wir mal als erstes unseren Frontlader, wenn wir nicht gleich umschmeißen.
Dann fahren wir hier noch. Ich glaube, den müssen wir ja von vorne ankoppeln. Upsala. Den nehmen wir und stellen wir gleich drüben hin. Den nehmen wir dann am Raufweg, nehmen wir den uns dann gleich mit. Machen wir mal schnell die Einfahrt dicht. Halt einmal umschalten, so. Und dann haben wir hier vorne einen Ballenspieß. Und dann laden wir uns die Heuballen mal auf. Ja, die hätten wir eigentlich als Rundballen auch nehmen können, aber ist ja jetzt egal. So. Schauen wir mal, wie gut das wir sind. Es geht sogar. Es geht. Dann fahren wir halt langsam rüber, nicht dass wir sie doch noch runterschmeißen. Das haben wir doch halt schön gemacht. Ja? Das soll noch einer sagen. Koppeln wir an. Und machen die Gurte hin, dass wir zumindest unsere Ladungssicherung vorbildlich dran haben. Perfekt. So, dann nehmen wir gleich mal vorne den Einstreuer wieder mit. Und dann fahren wir gleich hoch. Pferde habe ich mir gedacht, holen wir jetzt einfach mal 4 Stück. Das ist nicht zu wenig, nicht zu viel. Und wir können ja im Laufe der Zeit dann immer aufstocken. Ist ja unproblematisch. Jetzt hoffe ich nur, dass da wirklich am Hof oben auch die Streuballen, die Strohballen sind. Ich meine, die waren auf der linken Seite, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann könnten wir uns das nämlich sparen. Der Hof, meine ich, kostet 178.000 oder so, knappe 180.000. Ich glaube, da müssen wir hier runter gleich. Die Außenansicht, dann sehen wir das Ganze ein bisschen schöner. Ja, der Hänger, der ist ja wirklich ausreichend lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Ballen das man da drauf kriegt. Mission habe ich jetzt noch keine gemacht, die werden wir jetzt aber da nochmal anfangen müssen. Damit man dann den kleinen oder großen Kredit zeitnah eben wieder zurückzahlen können. So, ich glaube, hier außen müssen wir dann das Futter einstreuen. Ja, aber das sehen wir dann nachher. Hier ist auch schön zum Reiten dann gleich was mit dran. So. Stellen wir unseren Hänger als erstes mal hier an. Und den Einstreuer. Ne, das können wir dann. Das müssen wir eh erst mal kurz das Land noch kaufen. Genau. Den stellen wir dann schon mal hier hin. Das war zu viel abgekoppelt, nur das vordere. Genau, jetzt schauen wir mal schnell ins Menü rein. Unser Land, das kostet ja knappe 180.000.
Dann würde ich vorschlagen, hauen wir kurz noch das Heu rein. Ich glaube, von der Seite komme ich besser hin. Dann müssen wir die Gurte natürlich wieder abmachen. Und sie abgehen. Hallo? Ah, mit R. Die stören jetzt nicht in der Zwischenzeit. Jetzt nehmen wir mal den oberen Ballen klein mit runter. Und schauen, ob wir den da gescheit reinbringen. Komm, bleib halt drin liegen. Jetzt, ja. So, und dann können wir das jetzt hier einstreuen. Nicht. 10. Ah, dann brauchen wir wahrscheinlich erst. Genau, brauchen wir erst die Tiere. Ich glaube, das war hier drüben. Genau. Eins. Was nehmen wir noch? Hier eins. Nehmen wir so einen Rappe noch dazu. Und einen schwarzbrauner. Dann hätten wir unsere 4 Pferde. Und jetzt müsste es funktionieren. Jetzt dachte ich, man kann vielleicht den Hof gleich vorbereiten, aber anscheinend doch nicht. Aber ist jetzt eine Bestellung. Sehr schön. So machen wir weiter. Rappe haben wir gesagt und schwarzbrauner, und dann bestätigen wir das Ganze. Jetzt 1200 hat uns jetzt eben der Transport gekostet, aber ja, damit müssen wir halt jetzt mal leben. Hier war doch eben Heu. Jetzt laden wir hier ab. Schauen wir mal, wie es aussieht. Genau, fühlt sich jetzt. Da geht ja tatsächlich einiges rein. Zeige ich kurz hier herüben die Strohballen, die habe ich gemeint. Können wir kleiner gucken, ob das hier so funktioniert. Sieht zumindest so aus, als wenn man die tatsächlich, ja, greifen könnte ich sie, aber sind natürlich zu schwer. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ups. Schade. So, mit dem fertig. Jetzt holen wir uns einfach schnell hier drüben so einen Strohballen, glauben wir uns. Stroh zum Einstreuen mit dabei. Und da brauchen wir nur noch Wasser und unseren Hafer. Kann die jetzt doch nicht nehmen. Och bitte. Nein, die sind tatsächlich Deko. Ich glaub's nicht.
Das ist ja mies. Hilft nichts. Dann gehen wir ins Wasser holen und nehmen gleich noch einen Strohballen von unten mit. Weizenstroh kaufen, ja. Das überrascht mich jetzt. Das ist ja gemein. Aber man kriegt nicht mal hier im LS19 was geschenkt. So ist es. So, dann fahren wir hier hinten rum. Da gibt es einen schönen Weg durch den Wald, habe ich gesehen. Hier ist dann auch eine Verkaufsstelle. Da ist jetzt nur ein Zaun vom Wasser. Ich denke mal, da wird es etwas schwierig, dass wir da unser Wasser klauen. Aber das können wir an der Durchfahrt bei uns am Hof, können wir das Wasser holen. Dann nehmen wir nämlich gleich das Wasserfass noch mit hoch. Jetzt muss ich fast ein wenig beeilen, damit die Folgen nicht jedes Mal so lang werden. So, dann können wir eigentlich hier noch vorbei, genau. Das ist der Weg. Da können wir mal schauen, vielleicht, ja, je nach Lust und Laune, eventuell, dass wir tatsächlich auch mal eine Folge oder zwei über die Forstwirtschaft machen. Wäre natürlich eine Möglichkeit, hier haben wir ja dann doch etwas Wald. So, wo liegt unser Strohballen hier? Komm her. Brauchen wir unser Wasserfass. Fast umgeschmissen. Kommt schon das nächste Auto, vor dem will ich hier aber eigentlich nur raus. Das glaubst du, rum kommen wir zum Wasser. Genau. Das sehen wir natürlich viel. Aber so. Dann können wir nämlich gleich das Wasser noch mitnehmen. Den Hafer, den holen wir uns dann noch mit dem anderen Anhänger, den wir haben. Der müsste, glaube ich, meine sogar am Hof noch stehen. So, schauen wir mal, ob wir es hier dann auffüllen können gleich. Ja, perfekt. Ich glaube, so um die 4000 Liter, das soll das dann erreichen, 5000. Was ich gesehen habe, Tankstelle hätten wir uns gar nicht kaufen müssen. Und auf dem Hof selber, neben der Tankstelle, wäre sogar, ich meine, sieht aus wie eine Werkstatt. Und müsste auch wie Werkstatt funktionieren, dass man auf dem Hof selber eben die Pflegebereifung dann bei unseren Traktoren wechseln können, damit wir später unsere Frucht auf dem Feld nicht zerstören. Das können wir dann in den nächsten Folgen, können wir das mal ausprobieren. Das Wasser kommt wahrscheinlich hinten, wo der Tank steht. Müssen wir wahrscheinlich das Wasser auffüllen. Ah, da wiechern sie schon. Alle durstig. Ah, jetzt. So, was haben sie genügend? Dann lassen wir den Hänger hier stehen. Holen wir schnell unsere Apparatur.
Sehr gut. Tor auf, weil ich gehe mal davon aus, da hier Markierung ist, dass wir hier unten einstreuen müssen. Schauen wir mal, ob wir hier, ob wir da durchkommen. Da läuft der läuft durch meinen Traktor durch. Eieiei. Aber halb so wild, jetzt gibt es erstmal Stroh. Wie kriegen wir da rein? Ah, Stroh ist fast voll. Genau, den stelle ich jetzt einfach mal hier ab. Und dann, wie gesagt, den Hafer holen wir noch kurz. Schnell das Tor zu. Genau. Und da wären sie auch schon bestens versorgt. Zur Not, wenn jetzt jemand mit die Pferde beginnt, im Shop gibt es auch den Hafer zu kaufen. Das heißt, man muss jetzt nicht vorher unbedingt einen Hafer selber anpflanzen. Die Heuballen, Strohballen haben wir ja gesehen, gibt es auch zu kaufen. Und das Wasser kann man sich auch holen. Das heißt, man ist eigentlich von Anfang an in der Lage, dass man sich hier die Pferde gleich holt. Von der Gewinnspanne, ich habe was gelesen, bis zu 50.000 Euro kann man für die Pferde bekommen. Dazu muss man sie, meine ich, ausreiten und striegeln, damit sie sich eben komplett wohlfühlen. Und das sehen wir dann jetzt innerhalb dann von den nächsten Tagen, inwieweit das die Pflege und wie intensiv das die Pflege eben sein muss. Und dann schauen wir mal, ob wir die 50.000 tatsächlich kassieren können. Ich glaube, ich wäre aber schon mal mit 20.000 oder so eigentlich auch schon mal zufrieden. Dann wird sich das einigermaßen rentieren, meiner Meinung nach. Da müssen wir noch zumachen, das steht noch auf Beladen. Dann schließt sich hier der Boden und ja, ich würde da gerne raus. Und dann können wir eben hier unseren Hafer einladen. Genau. So. Da muss ich mir noch was überlegen, weil hier ist dann die Werkstatt, so wie es aussieht, und nebendran die Tankstelle. Aber das sehen wir dann, wenn wir zum Düngen dann die Pflegebereifung brauchen. Jetzt wollte ich noch sagen, genau mit dem Silo, wenn wir nämlich, wenn es irgendwann anfängt, dass wir doch mal ein paar schwarze Zahlen schreiben, braucht man natürlich größere Anhänger. Und ich befürchte, dass wir hier mit einem größeren Anhänger nicht mehr in unser Silo reinkommen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich das Gebäude abreiße oder ob wir es stehen lassen,
und auf der Seite irgendwo dann ein externes Silo und so ein hohes Silo eben dann hinbauen, damit man damit die großen Anhänger eben unseren Ertrag dann einlagern können. Die Sojabohnen hätten wir noch, die könnten wir eigentlich auch verkaufen. Muss mal schauen, vielleicht mache ich es jetzt bis zur nächsten Folge. Aber das sehen wir bis dahin dann. Jetzt wechseln wir noch schnell die Abkippseite. Und das müssen wir wahrscheinlich auch hier hinkippen, oder? Müssen wir sie innen reinfahren? Nein, hierher. Genau, dann hätten wir soweit alles. Dann machen wir den dann schon mal aus in der Zwischenzeit. Und dann würde ich vorschlagen, reiten wir doch einfach kurz noch. Hallo. Ich glaube, hier sieht es aus, als wäre hier Ausgang. Können wir den aufmachen? Ja, tatsächlich. Hier geblieben. Light. Ah, cool, das kann ich tatsächlich. Müssen wir schon rausfinden hier, ja. Das kann ich tatsächlich übers Lenkrad steuern, ist ja witzig. Naja, bleiben wir bei der Tastatur. Und hier haben wir dann unseren Pferdeplatz. Ich glaube, mit der Leertaste was. Genau, da können wir sogar drüber springen. Dann würde ich sagen, verbleiben wir so. In der nächsten Folge werden wir die Säkombination kaufen, damit wir unsere Felder dann säen können. Und in der Zwischenzeit versorge ich die Pferde noch vollends. Und werde schauen, wie weit unser Helfer oben am Feld 7, glaube ich, war es. Wie weit er da an dem Feld 7 ist. Und entweder werde ich es dann selber weiter pflügen oder mal schauen, wie es von der Zeit her hinreicht. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und würde vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.